Tag zu deinem Lieblingsspieleformat auf YouTube, das da heißt Spielsklave. Und dies ist eine der Folgen, die für euch am aller relevantesten sind, denn das ist eine Update-Folge. Und das heißt, dass es eine neue spielbare Demo zum Runterholen gibt. Der Link ist in der Videobeschreibung für Mac, Linux und Windows. Alle drei Versionen sollten funktionieren. Sie wurden schon auf Mac, Windows und Linux getestet. Und ich hoffe, dass es sie auch bei dir funktionieren. Natürlich ist so eine Demo noch nicht perfekt und es gibt viele Fehler und das wird dir sicherlich auch auffallen. Und wenn dir ein Fehler auffällt, dann bitte ich dich, diesen Fehler zu melden, und zwar im alten Spielsklave GitHub Repository. Ah, viele komische Wörter, ich weiß. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung, da kannst du sogenannte Issues, also, ja, das gibt so ein richtig deutsches Wort, gibt's für Issue gar nicht, oder? Problem oder Ausgabe oder Ding, worüber man sich mal Gedanken machen sollte, wäre für mich die Übersetzung. Na gut, könnt ihr da melden. Die Leute, die wissen, was ich gerade von mir gegeben habe, die werden das dementsprechend verstanden haben. Alle anderen, GitHub ist eine Seite, wo man seinen Code öffentlich hochladen kann. Und das habe ich ja auch mit der vorherigen Version von Spielsklave gemacht. Und da gibt es nun mal diesen Issue-Tab, wo man Probleme melden kann. Und genau nach diesem Issue-Tab richte ich mich. Ich habe da selbst für die neue Version schon zwei Probleme eingetragen. Das heißt, wenn du siehst, ah, guck mal, da war schon jemand und der hat das Problem gemeldet, dann brauchst du es nicht mehr tun. Deshalb ist das sehr praktisch, das alles an dieser Stelle zusammen zu haben. Aber was genau habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Vom äußeren Eindruck her ist alles gleich geblieben. Ich habe an der Map überhaupt nichts gemacht. Alles funktioniert eigentlich noch so wie vorher. Ich habe hauptsächlich an dem Schwein gearbeitet. Das Schwein kann jetzt Steine ausspucken und Steine ansaugen und sich hinsetzen, wird fett, wenn man dann was eingesaugt hat und so weiter und so fort. Das war ziemlich fitzelig, aber nach und nach ging das dann auch. Die Statue funktioniert jetzt vernünftig, das heißt, man kann sich nicht mehr in irgendwelche Wände reindrücken lassen. Dazu musste ich ganz viel Code nochmal neu schreiben und die Statue zerspringt jetzt auch schön, wenn man wieder zurück zum Player wechselt. Im Moment ist es so, dass wenn das Schwein sich hinsetzt, wechselt man automatisch zum Player. Das habe ich ja in der Abstimmung so angedeutet und ihr wolltet, dass es so ist, also ist es jetzt so. Was jetzt aber auch noch funktionieren sollte, was ich aber selbst noch nicht getestet habe, da würde ich mich um Feedback sehr freuen, ist, ob dann PS3, PS4 oder Xbox-Controller mit dem Spiel funktionieren. Ich habe so eingestellt, dass es funktionieren sollte, ich weiß aber nicht, ob es das tut. Dann, ja. Kommen wir mal zur Umfrage, die jetzt wichtig sein könnte. Es geht nämlich darum, wie sich das Schwein mit dem Hinsetzen und mit dem Einsaugen von Steinen verhalten soll. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich mir ausgedacht habe. Und die erste Möglichkeit ist, das Schwein kann Dinge einsaugen und sich hinsetzen. Die zweite Möglichkeit ist, das Schwein kann Dinge einsaugen und sich nicht hinsetzen. Wie soll das überhaupt einen Unterschied machen, kannst du dich jetzt fragen. Der Unterschied ist relativ groß sogar, denn es geht hier darum, wie Rätsel aufgebaut werden. Wenn sich das Schwein hinsetzen kann, mit Gegenstand im Bauch, heißt es, dass das Schwein die Kontrolle an den Spieler übergeben kann, ohne den Gegenstand, den es im Bauch hat, zu verlieren. Denn wenn es sich hinsetzt, wird es nicht zum Spieler hin teleportiert. Ich werde es dann so machen, dass wenn das Schwein sich mit vollem Bauch zum Spieler hin teleportiert, es auch seinen eingesaugten Gegenstand fallen lässt. Und zwar genau dort, wo es ist. Wenn das Schwein sich nicht hinsetzen kann, kann man nicht sich hinsetzen in Ruhe mit vollem Bauch, als Spieler eine neue Position einnehmen und vielleicht einen anderen Schalter machen und solche Sachen. Und dann wieder zurück zum Schwein gehen, dann aufstehen und weitergehen mit vollem Bauch. Da muss man genau wissen, also beides sind auf jeden Fall Rätselelemente und daran müssen wir festmachen, wie wir es weitermachen wollen. Okay, lass dir aber durch den Kopf gehen und die Abstimmung ist da oben in der Ecke. Und also, Schwein hinsetzen mit vollem Bauch oder Schwein kann sich nicht hinsetzen mit vollem Bauch. So, als nächstes, da würde ich jetzt dazu übergehen, zu sagen, was haben wir denn für die nächsten Wochen geplant? Wir haben jetzt ja hauptsächlich Schwein und Typi, also Dengel heißt er ja, gemacht. Und das nächste wären dann Gebäude. Da hat Kim auch schon mal ein bisschen was für
für gearbeitet. Die Gebäude gibt es noch nicht im Spiel, die würde ich dann implementieren. Da man soll in die Gebäude reingehen können und ich hätte auch gern ein paar NPCs. Das heißt, es müssen Nichtspielercharaktere erstellt werden und implementiert werden. Es müssen Häuser erstellt und implementiert werden. Man muss in Häuser reingehen können und auf einer neuen Map auftauchen. Und man braucht auch Textboxen, damit die NPCs auch schon mal was sagen können. Das wären so die großen Sachen, die ich für die nächste Version geplant habe. Wie lange ich dafür brauche, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht länger als 800 Monate. Ich hoffe kürzer. Ich werde sicher das ein oder andere Code-Video wieder machen, damit du auch ein bisschen auf Mini-Ständen unterwegs bist und guckst, wie ich das so alles implementiere. Wenn du noch Fragen hast, dann einfach unten in die Kommentare. Ich vergesse ja sicherlich bei diesen wirren Videos immer, was ich eigentlich noch sagen wollte. Aber ich habe eigentlich alles Wichtige von mir gegeben. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin Spaß bei der momentanen Game Plus Plus Community Challenge. Probier unten den Link zum Spiel aus und berichte Fehler oder so oder Sachen, die du seltsam findest, im GitHub Repository. Ja, gut. In diesem Sinne, viel Vergnügen.